schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, heute ist wieder ein neuer Stellungsteam mit Vanessa, meiner Namensvetterin. In der Realität heiße ich ja auch Vanessa, das wissen aber auch schon viele. Ja, Vanessa kommt aus Chemnitz und Vanessa ist 18 Jahre alt und hat jetzt seit einem halben Jahr sich überlegt, dass sie ihre Dreads mal haben möchte. Und da haben sich deine Eltern gesagt, dass sie dir das wohl zum Geburtstag schenken. Das ist doch auch mal ganz schön. Ja, und wie ihr seht, hat Vanessa recht lange Haare, schulterlang, so ein kleines bisschen mehr. Die waren auch ein bisschen länger, hast du gesagt, ne? Vorgestern nochmal kurz gekürzt, die Spitzen. Aber gut, die Länge ist trotzdem wunderbar. Ja, und heute werdet ihr dann wieder zuschauen können, wie aus Vanessa ein Dreadhead wird. Wir sind beide gespannt und bleibt schön dran, wenn ihr mögt. Und ihr seht gleich die ersten Schritte. So, hier seht ihr nochmal die schöne Haarlänge von Vanessa. Und ich habe, wir haben gerade schon besprochen, da kommt wieder jetzt so eine Einteilung rein. Nicht Rauten, nicht Waben oder sowas, sondern so wie es kommt. Weil Vanessa einen recht runden Ansatz drumherum hat. Und da finde ich es dann ein bisschen blöd, wenn man da Rauten reinsetzt oder so, was dann irgendwie ja, so spitz zuläuft und hinterher passt dann das alle irgendwie nicht so richtig zusammen. Meine Meinung. Ich habe da bisher ganz gute Erfahrungen mitgemacht. So, jetzt bringe ich das Ganze hier mal eben zum Halten. Und dann geht das los mit der Einteilung. Ja, wir sind jetzt hier beim sechsten Dread angekommen. Und ja, die werden auch wieder relativ dünn. Die meisten Kunden wollen ja wirklich dünne Dreads haben. Entschuldigung, ich habe mich verschluckt. Und ja, natürlich hat man bei dünnen Dreads dann halt auch gleich ein paar mehr, ne? Das ist ja auch immer sehr interessant für die Leute. Je mehr Dreads, desto besser, höre ich ganz oft. Wobei ich auch gerade schon zu Vanessa gesagt habe, klar, verstehe ich, es ist total schön, viele zu haben. Es ist aber auch so, dass ihr viele Dreads auch häkeln müsst. Das heißt, wenn ich 50 Dreads habe, muss ich 50 Dreads häkeln. Wenn ich, so wie ich, 142 habe, muss ich auch 142 Dreads nachhäkeln. Und ich muss 142 Dreads trocken kriegen und waschen. Also, es ist ja nicht so, dass man jeden Dread einzeln wäscht, so meine ich das auch nicht. Aber es ist schon etwas anderes. Ich finde es auch oftmals wirklich schön, wenn die Leute wirklich so ihre 60, 70 Dreads haben und dann haben sie trotzdem ihr Volumen auf dem Kopf. Und abgesehen davon muss man ja auch immer so ein bisschen gucken, dass man die Stärke der Dreads an die Haarstruktur anpasst. Denn ich kann ja jetzt schlecht losgehen und sagen, so, du hast total dünne Haare, ich mache dir jetzt super dünne Dreads. Weil das würde zur Folge haben, so aus meiner Erfahrung heraus, dass diese Dreads halt sehr schnell abreißen könnten. Wohingegen dicke Haare gut sind für dünne Dreads, weil sie halt sowieso von sich aus etwas stärker sind und nicht so schnell abreißen können. Also da muss man immer so ein bisschen gucken, wie man das so handhabt, was passt zur Haarstruktur und so weiter. Ich hatte ja auch schon mal in einem anderen Video erklärt, dass es auch so ein bisschen zu gucken ist mit der Kopfform, was nehme ich für eine Einteilung, kriege ich mehr Dreads raus, wenn ich die Einteilung so mache, dass ich die Haare nehme, wie es kommt, so wie jetzt hier bei Vanessa, oder sind es so dicke Haare, dass da sowieso viel bei rauskommt, dass ich auch ein Rautenmuster machen kann. Also das ist ganz verschieden. Ja, und das war jetzt nochmal eine ganz kurze kleine Dread-Kunde nebenbei von mir, während wir hier so ein bisschen häkeln. Und wenn wir gleich etwas weitergekommen sind und ihr nochmal einen Zeitraffer hattet, dann würde ich sagen, guckt ihr einfach gleich nochmal rein, wenn ihr mögt. Ich bin hier jetzt immer noch schön am Häkeln. Ich komme mir gerade auch überhaupt nicht blöd vor, weil ganz ehrlich, ich habe diesen Teil des Videos gerade eigentlich komplett drin gehabt. Ich habe ihn schon komplett gesprochen gehabt und dann fiel mir wieder auf. Weißt du was, du hast den Zeitraffer wieder drin. Ja, super Geschichte, voll für ein Aha. Ne? Auf jeden Fall fange ich jetzt nochmal für euch von vorne an, weil ihr habt es ja zum Glück nicht mitgekriegt und die Vanessa muss sich das jetzt hier nochmal geben. Ja, total toll. Also, wie gesagt,
ich bin jetzt hier erstmal noch ein bisschen dabei. Wir sind jetzt hier gerade auch überm Öhrchen angekommen bei der Vanessa. Wir haben auch gerade, oder Vanessa hat dann auch gerade festgestellt, ja, überm Ohr ist es schmerzhafter als an den anderen Stellen, weil da ja so viele Nerven sind. Stimmt. Das ist da halt wirklich ein bisschen fies, aber Ansätze häkeln ist generell halt immer nicht so das Schönste an der ganzen Geschichte, weil man merkt halt dadurch, dass ich die Häkelnadel oder man die Häkelnadel da halt wirklich schön fest am Ansatz durchzieht, dass ja jedes einzelne Härchen da gezogen wird. Und das heißt, ja, ist halt nicht das Angenehmste, aber es ist ja auch nicht total lange so der Fall, sondern es geht relativ schnell, dass man dann zu den Längen weiterkommt und es nicht mehr schmerzt. Ja, dann wollte ich an dieser Stelle gerne noch eine Zuschauerfrage oder Zuschauerfragen beantworten. Und zwar wurde ich gefragt, ob es möglich ist, mit frisch gemachten Dreads, frisch bekommenen Dreads, auch im Meer oder so schwimmen zu gehen. Ja, könnt ihr auf jeden Fall machen, ist überhaupt gar kein Problem. Salzwasser ist sogar ganz cool für Dreads, weil es sie so schön stumpf und spröde macht. Und da braucht ihr euch keine Sorgen machen, da passiert euren Dreads nichts. Im Gegenteil, die freuen sich sogar über Salzwasser. Es wird ja auch oft mit totem Meersalz-Shampoo gewaschen und solche Sachen. Das ist zwar nicht das Gleiche, aber es ist auch super. Und macht es ruhig und genießt euren Sommer im Meer mit euren Haaren, Dreads. Ja, was hatte ich denn noch? Ach so, wie wasche ich meine Dreads, wenn die frisch gemacht sind? Ich persönlich, meine Meinung, ich empfehle immer, dass man so 2 bis 3 Wochen wartet, bis man sie wäscht, weil dann hat sich das Ganze so ein bisschen gesetzt. Und es ist ja so, wenn die Dreads fertig sind, wenn die Kunden hier rausgehen, sind die Dreads zwar fertig, aber sie sind halt nicht fertig. Weil die Dreads sich immer ja auch noch schön selber weiterentwickeln. Sie filzen sich nach, sie ziehen sich immer noch ein bisschen, sie werden fester in sich. Dadurch, dass die Leute zu Pflegeterminen kommen oder aber auch selber nachhäkeln, werden die Dreads fester. Also es ist halt ein Filzprozess und den kann man beschleunigen, wenn man sich ein bisschen drum kümmert. Man kann die immer so ein bisschen rollen und so weiter. Aber das wollte ich auch gar nicht erzählen. Ich wollte sagen, wie man die Dreads wäscht. Und zwar könnt ihr super dann nach euren 2 bis 3 Wochen, je nachdem wie lange ihr das so aushaltet, könnt ihr dann anfangen, die Haare zu waschen mit Teebaum-Shampoo oder Meersalz-Shampoo. Es gibt auch diverse Dreadseifen, wer das gerne möchte. Ich finde immer, dass Teebaum-Shampoo und Meersalz-Shampoo wunderbar funktioniert. Es ist kostengünstig und prima. Also ich bin da Fan von. Wobei ich jetzt auch eine Dreadseife gefunden habe, die auch toll ist, aber dazu mehr im nächsten Video. Ja, am besten macht ihr das so, dass ihr über Kopf, bei den ganz langen Dreads, also ich kann nur über Kopf die Haare waschen und ich mache es immer so, dass ich immer so wie ein Schwamm meine Dreads behandle. Ich nehme das Shampoo auf die Hände ganz viel, weil es ist ja auch viel Haar, und knete. Knete das schön ein, aber nicht so, sondern richtig schön wie ein Schwamm, als würdet ihr einen Schwamm kneten. Ich hoffe, das war verständlich. Ja, und das Gleiche, also dann auf jeden Fall schön gut auswaschen, ne, damit ihr da nicht die Seifenreste drin habt. Schön, bis das Wasser klar ist, da gut drauf achten. Und dann beim Trocknen würde ich euch auch empfehlen, dass ihr dann ein Handtuch nehmt und in Portionen eure Haare ausbringt. Also so, zück, zück, ne? Und dann hinterher das Handtuch nehmt und auch wie einen Schwamm drückt. Nicht rubbeln, nicht irgendwie, ne? Dreads sind am Anfang noch etwas weich und möchten gerne vorsichtig und nett behandelt werden. Ja, und dann drückt ihr eure Haare aus und könnt sie dann auch einfach ganz normal anföhnen. Das ist im Sommer ja sowieso wieder schön, weil da könnt ihr einfach oben auf der Kopfhaut anföhnen, so mache ich es bei mir, und dann den Rest Luft trocknen. Das ist eigentlich immer so das Schönste. Im Sommer geht das ja auch alles schnell. Da erkältet man sich ja dann auch nicht so schnell oder so. Oder die Dreads frieren nicht fest wie im Winter. Ja, das war jetzt eigentlich mal so. Ich muss mich hier gerade mal von euch wegdrehen, weil ich hier gerade eine Klammer suche. Das waren so die Zuschauerfragen, die ich da jetzt noch hatte. Ich glaube, sonst war da erstmal nichts. Nee. Und ja. Auf Instagram seht ihr auch ein paar Bilder von dem heutigen Stand der Dinge hier bei Vanessa.
Und wenn ihr mögt, bleibt gerne dran. Es geht für euch hier auch gleich irgendwie weiter. Ich muss gleich nur mal darauf achten, dass ich diesen blöden Zeitraffer dann auch nicht wieder im Weg habe, der mich hier die ganze Zeit ärgert. Aber das ist dann ja auch wieder eigene Dummheit, Schrägstrich, Vergesslichkeit. Ihr Lieben, wir sehen uns gleich wieder. Ja, ich sage jetzt an dieser Stelle guten Morgen, weil heute ist Tag 2 und wir gehen heute in den Endspurt. Wir haben gestern 43 oder 44 Dreads geschafft und das ist schon eine Menge, finde ich, weil heute ist auch noch eine Menge Haar da und ich bin echt gespannt, auf was für eine Zahl wir dann kommen werden. Und die Vanessa hat auch jetzt schon ein dickeres Zöpfchen mit der Hälfte als vorher. Das ist schon ganz cool. Und ja, wir fangen jetzt einfach mal wieder an und ihr kennt das ja, wenn ihr mögt, bleibt ihr dran und schaut, was wir hier so treiben. Letzten Zügen. Ich komme mal ein bisschen hier runter zu euch. Und zwar sind jetzt noch 5 Dreads liegen noch vor uns. 5 oder 6. Und ja, ich habe jetzt auch gar nicht mehr mitgezählt, wie viel wir heute gemacht haben. Wir werden tatsächlich heute Nachmittag fertig. Das ist auch ganz schön. So kann Vanessa sich dann auch noch ein bisschen entspannen, bevor sie morgen wieder abreist. Und ja. Ich muss sagen, ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so viele Dreads werden. Anfangs sah es aus, als hätte Vanessa viel dünnere Haare. Aber ich muss auch sagen, manchmal, die Leute schicken mir immer nur Fotos davon, wie ihre Haare aussehen, der Länge wegen, damit ich grob einschätzen kann, wie lange das dauern wird und so. Und auf Fotos sieht man es halt teilweise nicht so richtig. Ne? Man kann das immer ein bisschen schwer einschätzen. Aber ja, in diesem Fall ist das ja wunderbar gelaufen, dass da tatsächlich so viele Haare sind, dass man auch richtig schön viele Dreads machen kann. Gefällt mir richtig gut. Und ich würde sagen, ihr bleibt einfach dran und schaut euch, wenn ihr Lust habt, gleich das Endergebnis an. Bis gleich. Ja, wir melden uns zurück und können vermelden, dass wir auch fertig geworden sind heute Nachmittag. Yay! Toll, ich bin jetzt auch ein bisschen gar im Kopf. Gut gelaufen ist es, wollte ich sagen. Und ja, Vanessa hat jetzt 72 Dreads, sind es echt geworden. Und ich zeige es euch gerade nochmal, sie hat hier, dreht es noch einmal, sie hat hier auch schon eine Kugel drin und hier oben noch, das sieht man jetzt gerade nicht so gut. Auf jeden Fall krasses Volumen, offene Spitzen, super schön. Ja, es ist halt echt so, ja, es ist viel. Es ist viel, genau. Ja, ihr Lieben, das ist unser Endergebnis. Im Abspann seht ihr gleich nochmal ein paar schöne Fotos von der Vanessa. Und ich bedanke mich für euer Zuschauen. Und ja, wie gesagt, ich bin ein bisschen gar jetzt gerade im Kopf. Ich bin auch gerade ein bisschen müde. Ja, wir werden jetzt hier gleich noch ein bisschen an den Dreads rumfummeln und mal nach Frisuren gucken und so. Und ich hoffe, ihr macht euch noch einen schönen Nachmittag, Abend, morgen, je nachdem, wann ihr mein Video schaut. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn ihr wieder einschaltet. Alles Liebe, eure Schapati. Tschüss.